Und damit begrüßen wir euch recht herzlich zu einer neuen Runde im Nitor. Nitor, genau. Mit unserem Schnötchen unten. Kubus. Na, denn man tau, wa? Ach du Scheiße, wir Na, sind. Super, wir haben immer so ein Glück, wa? Mitten in der Pampas gespawnt. An Arsch der Welt. Da oben ist was. Zumindest kann man ihn schon fast sehen. So, dann werden wir jetzt mal schauen. Das ist ein Flattermann. Ups, okay. Der Flattermann. Jetzt gucken wir mal, ob wir heute was finden. Aber wir müssen erstmal in unser Inventory gehen. Oh, wir haben nichts zu trinken. Oh, das ist schlecht. Wir haben nur noch... Wenn du die Pillen nimmst, bringt das nichts, ne? Nee, nicht wirklich. Also wir sollten so wenig wie möglich laufen. Genau. Guck mal, haben wir irgendwo einen Outpost? Da, Tower Outpost. Ja, da können wir dann jetzt mal gleich hin. Wow, wir saufen ab. Wir schauen mal, ob wir hier was finden. Kann hier nicht mal jemand sich um die Vegetation kümmern? Das heißt, ein bisschen Rasen mähen. Okay. Ein paar Landschaftsgärtner. Mal gucken, ob hier in dem Gebäude irgendwas drin ist. Ja. Was wir gebrauchen könnten. Das Gras schwebt auch in der Luft. Ich bin mal sehr gespannt heute drauf, ob wir was finden. Und ja, wenn, ob wir mal Glück haben. Genau, und ob wir die Folge überleben. The Safe Zone has been compromised. Was für eine Safe Zone? Ja, das ist auf der alten Map. Wir müssen weiter und nach links uns gleich wenden. Nee, guck erstmal da gebäudemäßig. Ich schätze, können wolltest du doch reingehen und gucken. Nee, da kommen wir nicht rein. Ja, das ist richtig. Da ist schon wieder ein Viech. Oh, Scheiße. Wir müssen aber genau in diese Richtung. Ja, dumme Geschichte. Wegen dem Tower Outpost. Ich glaube, dann sind wir tot, wenn wir da runter. Ja, so suizidgefährdet sind wir dann doch noch nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall... Müssen wir hier irgendwie vorbeikommen. Auf der einen Seite ist der Flattermann und auf der anderen da dieser komische Eierkopf, was auch immer das war. Oh, wie geil. So geht's auch. Okay, hat nichts. War nicht so tief. Nichts an Schaden. Pass auf, der ist da rechts, ne? Ja, da oben ist er. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Das ist ein Schreier. Na, das ist ja noch besser. Dann sollten wir dem erst recht nicht auffallen. Nee. Was ist denn das? Ist das ein... Ja, be careful, wir wissen das. Mach mich nicht an, sonst platz ich Typ, oder was? Nee. Das sieht so merkwürdig aus. Ey! Plus 450 XP haben wir bekommen. Cool, warum? Ich weiß es nicht. Aber an dem kommen wir so nicht vorbei. Der sieht uns auf jeden Fall. Hat einer unserer guten Kumpanen irgendwas freigeschaltet? Nee, da sind ein paar... Dark Raccoon ist dazu gekommen. Na, du kleiner Waschbär, du? Wir können höchstens Folgendes probieren. Entschuldigung. Du kleiner geiler Gaschbär. Was? Ja. Jetzt sitzt du mit der Uzi. Aber du weißt, dass wenn du rumballerst, die auch auf dich aufmerksam machst. Ja, das Problem ist einfach, wir haben nicht mehr viel Flüssigkeit. Ich weiß. Und wenn wir nicht bald was finden, dann werden wir verdursten. Ja. Abkacken werden wir. Aber der sieht uns. Hier sieht er uns nicht. Nee. Jetzt können wir nur hoffen, dass der Flattermann nicht... Aber die Richtung da so weiter wäre schon nicht übel. Ja. Ja, genau. Genau. Okay, wir schauen mal, ob wir hier vielleicht rumkommen. Halte ich für keine schlechte Idee. Ja, ich auch, aber... Ja. Ich sehe die Safe Zone da hinten. Ist natürlich die Frage, kommen wir lebend dahin? Der hat uns noch nicht gesehen. Ja, dann halten wir uns mal. Es wird dunkel. Ja, schön. Und wir haben nur noch maximal ein Viertel. Weniger als ein Viertel anzutrinken. Dann sind wir so tot. Toter geht eigentlich gar nicht mehr. Ach, so schnell geht das ja nun auch wieder nicht. Außerdem haben wir noch ein paar Pillen. Ja, aber die helfen uns nicht mit der Flüssigkeit. Die sind Nein, das ist schon richtig. Aber wenn uns die HP fluten geht, dann können wir das ja
Ja, dann können wir das nachschieben. So kurz vor knapp mit dem Ich sehe nichts mehr, das Gras ist so hoch. Ja. So. Der scheint uns nicht entdeckt zu haben. Ich stehe jetzt aber mal ganz, ganz bewusst nicht auf. Der tiefer gelegte Modus ist auch nicht verkehrt. Ja, genau. So, es ist halt die Frage. In welcher Safe Zone? Nicht in dem Outpost, oder? Nee. Oh, der hat sich selber umgebracht. Ja. Oh, nicht schlecht. Dann ist bestimmt irgendwo runtergefallen, wa? Ja. Oder hat versucht zu schwimmen. Wie weit sind wir? Ah, noch mal, nur ein kleines Stück. Also, das ist nicht die Safe Zone, die kontaminiert wurde. Nein, die nicht. Ich denke mal, das ist alles auf der alten Map noch. Auf der neuen habe ich das bis jetzt noch gar nicht gesehen, dass die kontaminiert worden ist. Es sind glücklicherweise auch nicht allzu viele Monster auf der neuen Map. Ja. Ich finde, auf der alten tummelt sich mehr rum. Ja, das stimmt. Aber das heißt ja nichts. Nee, das ist richtig. Und wir wollen unser Glück ja auch nicht überstrapazieren. Nee, um Gottes Willen. Aber ein bisschen was finden wir jetzt auch nicht schlecht. Obwohl, wir haben noch ein paar Dollar, glaube ich, über, ne? Ich habe nicht darauf geachtet. Doch, so ein paar Dollar haben so wir noch. So 200, 300 Dollar in dem Dreh müssten wir haben, ja. Wir sind fast da. Fast da sind wir! Das Blöde ist, weil es duster wird, da sieht man nicht so gut. Aber wir werden hoffentlich auch nicht so gut gesehen. Von daher soll uns das Ja, wir sind sein. Ja im Erdboden versunken schon. Nicht wahr? Schämst du dich, Kubus? Nee. Das sagt man doch so. Wo ist denn jetzt unsere... Wo ist denn jetzt die Safe Zone? Geradeaus, weiter. Oh, die ist noch ein ganzes Stück, ne? Ja. Deswegen hatte ich mich gewundert, aber ich denke, lass doch mal machen, ne? Ja, wir machen das schon. Irgendwie mehr als sterben können wir ja nicht. Wäre jetzt echt schade, wenn wir jetzt abkacken. Ja. Weil wir... Tun wir nicht. Ja? Tun wir nicht. Okay. Dein Wort in Gottes Ohr. Nicht wahr. Doch. Das passt schon. Wie soll uns denn auch jemand sehen? Ich glaube, da kommen wir gar nicht durch, wa? Oder? Doch. Das sah so aus, als wäre es eins von weitem. Und weil das teilweise auch so langsam nachlädt, ist es manchmal etwas schwieriger auszumachen. So, also müssen wir mal gucken. Da hinten qualmt es ganz gewaltig. Bin ich hier oder? Was denn? Wo qualmt's? Im Blick ja im Moment. Oder habe ich einfach einen anderen Blick auf den Monitor? Das kann natürlich auch sein. Das ist durchaus möglich. Ganz weit hinten. Da ist die Safe Zone. Ich glaube, der Typ hat mich gerade verarscht. Ja, das ist durchaus möglich. Ne? Ja, es ist durchaus möglich. So, jetzt gehen wir mal ein Stückchen schneller. Und gucken mal, dass wir hier raufkommen. Es geht los. Jetzt vielleicht noch mal so. Zit. Genau. Und warum heißt das Tower? Das haben wir beim letzten Mal schon herausgefunden. Was? Tower Outpost. Aber wegen dem Tower da in der Mitte. Ja, weil die Geschäfte im Tower sind. Ja, genau. Beim letzten Mal haben wir gesucht, wie doof. Ja. Da haben wir unten am Boden gesucht, da war nichts. Ja. Attack will happen in 10 minutes. Oh nee, ne? War nicht hier bei uns. Da vorne. Was da vorne? Ist der Eingang. Ach so. Hä? Saved und secured? Ja, was denn jetzt? Ich weiß es nicht. Wir sind in der Safe Zone. Ja, wir kicken mal, was da so passiert, wa? Das war doch das, wo ich gesagt hatte, wenn du im Tower bist und das dann angegriffen wird, dann hast du ein echtes Problem, ne? Wo war denn das? Hier in dem großen Tower? Ja, genau, richtig. Relativ weit oben. Fast unterm Dach.
Ja, hier scheint auch sonst nichts zu sein. Hier ist auch niemand, glaube ich. Wir gehen mal ganz nach oben. Ja, machen wir. Dann gucken wir mal, dass wir uns ein bisschen ausrüsten. Pupp. Hallo. Pupp. So, wir brauchen dringend was zu trinken auf jeden Fall. Ein, zwei Etagen noch, dann haben wir es. Da ist es. Bingo Bongo. Craft Guns. Hm, wir haben aber nichts dafür, oder? Nee, wir können nichts craften. Ist nicht schlimm, wir wollten ja sowieso hauptsächlich was zu trinken haben. Ich glaube, du musst noch einen weiter hoch. Ja, meinst du? Ja, oben ist noch mehr. Bingo Bongo. Stimmt, du hast vollkommen recht. Hat dem Schnitzchen aufgepasst, du da. Hier können wir gar nichts machen. Doch, doch, dahin. Und da sind auch die Packages, die wir beim letzten Mal verloren haben. Weil wir gestorben sind. Ja. So, dann gehen wir mal ein bisschen einkaufen. Genau, guck mal da. Store. So, dann nehmen wir jetzt erstmal hier. Eine Wasserflasche. Und dann nehmen wir uns. Und die hauen wir uns auch direkt in den Kopf. Komm, wir nehmen eine zweite. Ja. So. Und dann nehmen wir jetzt mal eine. Ja. Brauche ich die Scheiße. So, dann haben wir wieder halb voll. So, guck mal, was haben wir denn noch? Was könnte man denn verkaufen? Oh, was da? Hol dir doch noch irgendwie Bromax oder so. Was haben wir denn nimm hier? Noch Never eine Flasche. Blood. Dann haben wir. Never bubbles and churns despite become taken from a dead creature. Können wir die verkaufen? Gucken, wie es dafür gibt. Wow, nicht so viel. Was soll man denn mitnehmen? Damit kannst du irgendwas craften. Noch eine Flasche Wasser. Noch eine? Ja, dann füllst du einmal den Wasserstand komplett auf, würde ich sagen. Und dann haben wir noch eine auf Reserve. Okay. Vielleicht nehmen wir auch noch was hier an Chipstüten mit. Jo. Weil je nachdem, wie lange du unterwegs bist. Ja, so, dann kaufen wir uns noch eine Chipstüte. Dann haben wir noch 111, dann nehmen wir noch eine mit, ja, dieses Dosenfutter. Das hier? Nein, das ist was zu trinken. Ich hatte, ja, genau, das ist auch. Okay, nehmen wir auch noch mit. Und dann nehmen wir vielleicht noch ein bisschen was, die Pills. Wie viel haben wir? 275 packen die dir drauf. Da können wir keine mehr kaufen. Dann hauen wir die noch hier rein, die Binde. Das Klopapier. Ah, Klopapier. So, und dann haben wir es eigentlich. Cat Food, genau. Was hältst du davon, wenn du mal guckst wegen den Paketen, genau. Wo okay. Geht das hin? Oder wo würde das hingehen? Wir haben ganz schön viel im Inventar. Ja. Wir müssen ins Museum Trading. Oh, scheiße, Museum. Aber das ist am Arsch der Welt. Tu mal weg und guck mal die anderen an. Drop. Das ist viel zu weit. Gucken wir bei den beiden. So, gucken wir mal, was haben wir da? Das wäre Riverside. Ja, das ist etwas näher. Ja, das können wir mal mitnehmen. Und guck mal, das andere, wenn das auch Riverside ist, dann kommen wir ja, so wie beim letzten Mal, okay. Die beide wegbringen. So ist es. So, das ist Lakeside, das ist die große. Aha. Willst du trotzdem? Nee, das lasse ich hier. Okay. Wir nehmen das für Riverside mit. Mhm. Es ist natürlich scheiße, wir sind mitten in der Nacht hier unterwegs. Ja gut, noch sind wir hier safe, ne? Aber. Noch sind wir safe, ja. Hallo? Hallo? Die will nichts von uns. Nee, die will nichts von uns. Es ist natürlich die Frage. Ja, frag. Was haben wir denn hier? Okay, nix. Wir machen selber einen Laden auf. Genau, wir machen selber einen Laden auf. Ja, lalala. So, craften können wir uns keine Waffen. So, wir haben halt ein Riesenproblem, weil Warum? Es dunkel draußen ist und das finde ich immer extrem beängstigend. Ja. It's cold and dark outside. Yes. And we're alone. Fucking Bullshit. Buhuhu. Okay, hier kommen wir auch raus, ne? Oder? Aha. Ja, wir können hier durchkraxeln. La 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 la. So, jetzt sind wir draußen. Okay.
Ja, aber sonst ist hier nichts Großartiges. Es just reached Level 20. Wow. Nicht schlecht, ne? Verwalter. Wie sieht's denn überhaupt aus hier? Oh. Okay, einer ist noch dafür. So. Ist ja nicht viel los mehr hier so. Nee, nicht wirklich. So, wo sind wir jetzt? Riverside ist hier hinten. Ja. Da. Da, und die ist unter Under Attack. Noch 29 gedrehtens. Na gut, dann. Wir können hier mal hingehen. Claimed by Stalker, easy. Da müssen wir uns jetzt nach rechts irgendwie wenden. Hä? Das ist doch schon dann in unserem Besitz, also der Stalker. Oder? Ja. Guck mal, ist alles irgendwie Stalker. Yes, yes. Vielleicht finden wir aber da noch was. Ja. Sollten wir mal gucken. Heißt das jetzt? Nee. Nee, da ist dann jemand reinmarschiert. Ja, ja, das ist dann, hört zu unserem Territorium. Da ist aber jemand fleißig gewesen, wa? Ja. Weil alles auf der neuen Map, was ich gesehen habe, da steht überall Stalker. Ja, hier waren schon ganz viele drin. Hm. Ich glaube, wir haben den falschen Ausgang gewählt. Nee, hier geht's nicht raus. Und hier glaube ich auch nicht. Alter, ich glaube, ich habe Sauerstoffmangel. Ja. Ja. Es gibt hier keinen zweiten Ausgang. Wir müssen also den ersten nehmen, wo wir auch reingekommen sind irgendwie. Lalalalala. Der ist doch direkt da. Links. Links. Da. Ja. Na, ist es doch. Oh, es wird hell. Gut. Oh, geil, die Nacht war nicht so lang. Nee. Hier noch was rum irgendwie? Nee. Oder das ist der Mond, der aufgeht. Nein, es wird tatsächlich hell. Wie geil ist das denn? Ja, dann. Lass es mal loslatschen, wa? Ja, gucken wir mal, wo wir jetzt hin marschieren, ne? Jo. Bob. Ja, da wollte ich eigentlich. Ja, du musst ja sowieso erstmal raus und dann kannst du dich ja immer noch rechts drehen. Aber sind wir nicht von da gekommen? Ja, aber wir sind von links gekommen. Genau, wir müssen jetzt noch weiter rechts. Rechts, genau. Hier runter wollte ich genau. Eigentlich. Genau. Eine Ampel. Ja, gucken wir mal, ob wir hier was finden. Heute mal, ne, so ein bisschen. Ja, schauen wir mal. Die Sonne geht auf jeden Fall richtig schön auf. Ja. Sag mal, gibt's gar nicht, dass es da auch regnet, oder? Nee. Das ist das Einzige, was es... Was wir nicht gemacht haben bis jetzt, ja, das stimmt. Ah, wir sind gleich schon da. Nee, das hat man noch nicht. Es gibt halt nur Tag und Nacht. Ja. Und Regen oder so. Vielleicht kommt das ja noch beim nächsten Update. Wer weiß, wer weiß. Man arbeitet ja damit. Ja, das ist schon richtig, aber... Ich meine, das muss man ja auch nicht haben. Ist wie im Real Life. Wer mag schon Regen? Nee, joch, doch. Manchmal ist das schön. Ja, es kann nachts regnen, so viel wie es will. Hauptsache, es ist tagsüber wieder schön und warm. Ich frage mich gerade, wie wir da hinkommen sollen. Wieso? Du musst da über die Brücke jetzt und dann rechts wenden gleich. Das geht nicht. Wir sind da schon mal hergelaufen. Ja? Ja. Bin ich mir ziemlich sicher. Ziemlich sehr. Okay, dann gucken wir einfach mal. Ja. Weil sonst ist ja hier nichts. Müssen wir mal schauen, dass wir... Ja, stimmt, da können wir einmal rumgehen. Ja. Ja, ja, ja. Windig ist es hier, ne? Ja, deswegen wundert mich das, dass man da nicht auch an Regen gedacht hat, weißt du? Ja gut, vielleicht... weil man weiß ja nicht, wie anspruchsvoll das jetzt ist. Ja, das stimmt auch wieder. Jetzt gucken wir mal. Brauchen tut man es ja jetzt nämlich wirklich. Nee. Obwohl so ein paar Wasserflecken so auf die Kamera oder so, das wäre bestimmt auch ganz cool. Ja, aber das sieht bestimmt cool aus, ne? Ja. Aber das hat man bis jetzt noch nicht gemacht. Muss man ja auch nicht, genau. Nee, wir können jetzt, dann ich, gucken wir mal, hier unten reingehen, ob der gute kleine Kubus zum Ziel kommt. Ach, da hat er einen Löxgen entdeckt. Der gute... Siehst du, ich habe nicht so ein Auge für Löcher. Ja, dafür hast du ja mich. Genau, dafür habe ich dich.
Aber hier gibt's nichts. Hier kommen wir nicht weiter. Also müssen wir anders umgehen. Das Loch hat uns nicht geholfen, ey. Furchtbar, ey. Ja, ja, so ist das mit Löchern. So, dann müssen wir mal auf die Map gucken. Aber wir müssen noch weiter rechts hoch. Ja, rechts rum. Irgendwie. Ich muss mir echt einen Spruch verkneifen. Was denn? Och, da hängt ein Schweb. Da hängt ein Schweb. Da schwebt ein Hängekran. Ja. Ah, hier war man aber schon. Ja, obwohl, das ist nicht bei allen Containern, beziehungsweise nee. Mülldings so, oder? Hier drin irgendwie, aber da kommst du gar nicht rein. Doch, da. Wo? Oder? Nee, weiter, nein, nein, weiter. Wahrscheinlich hier über die Brücke, wa? Ja, das hatte ich auch überlegt, nee. Aber irgendwie, nö. Hä? Was ist das für ein Scheiß? Wie sinnfrei. Okay. Wo sind wir denn jetzt? Ja, dann gehen wir mal einfach mal weiter, wa? Wo haben wir denn das nächste? Da unten, wenn wir gerade auskaspern. Business Park. Very hard. Stand da. Okay. Wie ist das gleich? Das ist aber komisch, der Kram. Ja. So, das ist die Safe Zone, ne? Ja, ja, da kommen wir ja her. So, jetzt können wir gucken. Boah, das wird scheiße. Also ich denke mal, wenn wir da runter gehen, wir könnten jetzt mal uns ein bisschen nach links wenden. Mhm. Genau, und ziehen hier den Weg entlang. Richtung alte Map oder was hast du vor? Ja, ich will mal so an die Randgebiete hier dieser Map kommen, um ja. einfach mal zu schauen, was es da so alles zu entdecken noch gibt. Und vielleicht finden wir ja mal was. Wenn wir nicht mal gerade hängen bleiben. Genau. Wenn denn dann was gefunden werden will. Das ist schon irgendwie komisch gerade, oder? Ja. Oder meine ich das nur? Oh Scheiße, da ist ein Monster. Er hat uns noch nicht entdeckt. Doch jetzt. Stopp! Oh, ich glaube, das sind zwei. Ja, das sind zwei. Witze. Okay. Schaka. So nicht, ne? Ne. So nicht. Dann gib es aber. Okay. So. Was ist denn das? Achso, nee, das gehört zum. Hä? Zur Brücke. Not enough space im Backpack. Oh, schade. Ja, wir haben keinen Platz mehr. Warte mal, wie viel Geld haben wir? Warte. Warum haben wir nicht genug Platz? Ach ja, wir haben schon zu viel mitgenommen. Size Limit. 0,5 könnten wir noch irgendwie mitnehmen. Ja, wir lassen es einfach. Okay. Sonst wäre es interessant zu wissen, wie viel so ein scheiß Rucksack kostet, oder? Ja, so viel Kohle haben wir nicht mehr. Schade, schade. Also wir sind nicht alleine. Wie meinst du das? Ja, das wegen haben wir der Monster oder was? Mhm. Nee, nee, das ist... Aber da war es wieder richtig gut, dass wir doch eine Waffe haben. Ja, das stimmt. Nur mit dem Brotmesser hätten wir ein bisschen länger gebraucht. Ja. So, jetzt gucken wir nochmal hier im Haus. Mhm. Ob wir vielleicht noch ein bisschen was finden. Aber es ist ziemlich mager. Hier ist noch nicht so viel gedroppt. Mhm.
können auf jeden Fall hier hochkaspern. Wow. Boah, was liegt hier viel rum da? Ja? Wahnsinn. Okay. Da war schon jemand. Rucksack und Kiste sind offen. Ja. Nichts mehr, droppi, droppi. Okay. Schade. Na gut. Schön ist es hier. Da würde ich sagen. Ja, machen wir für heute Schluss. Genau, machen wir mal Schicht im Schacht. Wir haben es ja mal wieder überlebt. Ja, sehr schön. Ja, wir waren ganz gut dabei. Und beim nächsten Mal müssen wir echt mal gucken, dass wir Kohle zusammenkriegen. Fall da jetzt nicht runter. Nee. Und uns einen anderen Rucksack kaufen. Das wäre mal nicht verkehrt, oder? Ja, das wäre nicht schlecht. Einen größeren müssten wir. Ja, wir haben schon mal einen vom Mitspieler geschenkt bekommen und das war echt Bombe. Also von daher, das wäre doch mal ein erstrebenswertes Ziel. Ja, das stimmt. Gut. Das werden wir dann auch tun beim nächsten Mal. Ja, dann machen wir das so. Okay, dann würde ich sagen, wir machen hier ein kurzes Päuschen. Richtig. Und wir sehen uns dann einfach in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.